Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Acker, der Altmeister, glaube ich, hoffe ich, ja doch. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Ben die Cam das aufnimmt oder nicht, deshalb diese kleine Verzögerung. Also, was ist im Grunde genommen passiert? Ich habe zumindest herausgefunden, wie ich diesen Wahuka-Dialog immer wieder aufrufen kann, und zwar passiert das immer, zumindest hier auf dieser Ebene, wenn man durch die Geheimwände geht. Wenn man hier zum Beispiel durch die Geheimwand geht und dann wieder zurückgeht zu Wahuka, an welche Stelle auch immer, dann kommt der Dialog wieder und er fragt einen, und hast du was für mich? Das habe ich mir öfters anhören müssen bei meinen Experimenten. Aber er taucht nicht auf. Und dieser Fehler ist bekannt. Es gab Leute, die haben auch gesagt, es soll helfen, wenn man die Y-Taste drückt. Irgendwo habe ich auch gelesen, die J-Taste. Aber mit der J-Taste rufe ich zumindest in der deutschen Version nur das Journal auf, das Tagebuch. Und das hat es nicht gebracht, aber auch Y hat überhaupt nichts gebracht. Also Wahuka will einfach nicht erneut auftauchen. Und dann habe ich versucht, den englischen 1.2er-Patch drauf zu patchen, aber dann kriege ich eine Fehlermeldung von wegen, da heißt es dann, bevor das überhaupt startet, dass mein Spielstand nicht damit kompatibel ist, weil ich habe ja die 1.3er-Version und das ist auch die deutsche Version. Und als ich das Spiel da beendet habe, dann stand da auch beim Ende, beim Abschied aus DOS, da steht immer dann noch so ein Text von Stonekeep, Terra wird dich begleiten oder der Schattenkönig lauert noch da draußen. Irgendwie so ein Abschlusssatz, wenn man das Spiel beendet hat, was ich ganz witzig und nett finde. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass Englisch war auf einmal, weil ich ja den 1.2er Englisch-Patch draufgepackt habe und testen. Ich konnte jetzt nicht testen, ob dann auch die Texte dann wieder vermurkst sind, so wie in der 1.2er GOG-Version, die ja deutsch ist, aber halt mit komischen Rechtschreibfehlern oder anderem Font-Set, Text-Set. Und dementsprechend, hat das auch nichts gebracht. Ich konnte Wahuka nicht erscheinen lassen und dann habe ich mir mal die Patchlogs angesehen, auch von dieser 1.3er-Version. Und da steht auch drin von Interplay, wenn der Wahuka-Bug auftritt, dann haben sie dazu geschrieben, was er einem dann sagen würde. So, sie haben dann das einfach rausgegeben, die Informationen, die Wahuka da rausspuckt. Es ist rein optional, aber ich wollte es dann jetzt gerne haben. Und im Grunde, was passiert ist, selbst Interplay, selbst die Leute, die dieses Spiel programmiert haben, haben irgendwann an diesem Problem, sind sie dran verzweifelt und haben das aufgegeben, das Problem zu lösen. Die Programmierer haben selber nicht gecheckt, was das jetzt, das Problem war bekannt, sie haben sich dran gesetzt, sie wollten das lösen, aber sie haben es nicht gebacken gekriegt. Ja, die 1.2er-Version ist ja eine gepatchte Version schon, und das war schon in der 1.1er oder 1.0er bekannt und es hat nie, was auch immer sie da gemacht haben oder versucht haben, es hat nie den Wahuka-Bug wirklich beseitigt. Er ist immer wieder aufgetaucht. Und kein Mensch weiß, wieso und weshalb, welche Kombination von Aktionen, die man gefahren ist, dafür verantwortlich waren letzten Endes, um diesen Bug dann auszulösen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar für keinen Menschen auf diesem Planeten anscheinend, was jetzt wirklich diesen Wahuka-Bug dann auslöst. Und ich meine, wenn die Programmierer selber das nicht rauskriegen, dann kriege ich es wohl auch nicht raus. Ich habe ein paar Sachen versucht. Ich habe versucht, liegt das vielleicht daran, dass ich Farley schon dabei hatte dann und Wahuka Farley nicht mag, aber ich kann euch sagen, das ist nicht der Grund. Dass man irgendwelche Räume betritt oder bestimmte Reihenfolge nicht einhält. Ja, gut. Ich habe quasi nach jedem Schritt, den ich hier gemacht habe, nach jeder Aktion, die ich gemacht habe, bin ich hingelaufen und habe geguckt, taucht Wahuka auf? Okay, er taucht noch auf. Gut, okay, laufe ich weiter, probiere ich was anderes aus, laufe wieder zurück zu Wahuka und er taucht wieder auf und ich der so, Gott sei Dank, er taucht wieder auf. Und dann habe ich quasi immer neu geladen, weil die Sache ist die, er taucht jetzt auf, aber er taucht auch nur ein einziges Mal auf für mich jetzt, wo ich ihm die Edelsteine geben kann. Und das heißt, wenn ich hier ein zweites Mal zu ihm hingehen will, dann kommt er nur wieder, hey, hast du was für mich? Also das kommt wieder, der Wahuka-Mist kommt wieder, nur... Okay, wie ich vorgegangen bin. Ich bin hier reingegangen, lalala, so wie beim ersten Mal auch. Ich habe neu geladen. Ich habe von dem vorherigen Spielstand neu geladen, weil das wurde mir zu blöd. Und da taucht er auf, quatscht einen das erste Mal an, wenn er einem so ins Gesicht springt. Und dann habe ich eigentlich diesen ganzen Abschnitt habe ich hier erledigt. Ich habe mir Farley geholt. Ich bin hier durch die Kanalzugangsräume hier gelaufen, habe hier die Schlangen besiegt, habe den Schlüsselbund besorgt, habe mir die Weinflasche besorgt oder suche zuerst am Fluss einen Wassersack. Den Wassersack für die Terra-Fontäne, die man hier hat. Und habe eigentlich alles gemacht.
soweit, bis auf diesen Gang, der mich ja zu Wahuka führen würde, zu der zweiten Wahuka Loading Station, sage ich mal, da wo er auch auftauchen würde, wenn man von der anderen Seite kommen würde von diesem Abschnitt. Den habe ich jetzt diesmal nicht aufgedeckt, einfach aus Sorge, dass das vielleicht doch damit zu tun hat. So, meine Idee war nämlich, die meisten Edelsteine gibt es nämlich hier in diesem Bereich, der nicht diesen Weg entlang geht. Und ich habe jetzt eigentlich genug Edelsteine dabei. Drei rote, zwei blaue und vier grüne. Das reicht aus, um alle drei Tipps, die Wahuka ausspuckt, von ihm abzurufen. Und alles, was man darüber hinaus ihm noch gibt, ist vollkommen verschwendet. Und ja, man kann ja eigentlich wegwerfen eigentlich, alles, was noch übrig bleibt. Aber jetzt kann ich mir diese Sachen tatsächlich holen. Weil das ist jetzt eigentlich erst das zweite Mal, dass ich jetzt an die Stelle gehe, wo Wahuka auftaucht. Diese habe ich, wie gesagt, überhaupt noch nicht betreten, weil ich wollte mal sehen, ob ich genug Edelsteine zusammenkriege, um ihm diese drei Hinweise zu entlocken. Ja. Also, ich treffe ihn jetzt eigentlich erst zum zweiten Mal. Hast du etwas für mich? Und er taucht tatsächlich auf. Da ist er endlich. Weiß nicht. Ne, ich bin mir nicht ganz sicher. So. Und muss warten, bis er so seine Hand so ausstreckt. Und dann kann man ihm nämlich das hier direkt übergeben. Achte auf die Fallen. Schamanen der Trogs haben hier viele gelegt, in der Hoffnung, ein paar Zwerge aufzuspießen. Gut. Das ist ja der Tipp, den er einem gibt, wenn man ihm das erste Mal einen Edelstein gibt. Mehr. Du musst mir mehr geben. Mehr, du musst mir mehr geben. Ja, gut, dann kriegst du halt mehr. Ich habe noch ein paar. Suche in den Kanälen unter uns nach dem Schlüssel zu den Unterlanden. Ja, da muss ich auch suchen, weil woanders ist er nicht. Mehr. Du musst mir mehr geben. Und jetzt will er wieder, ich glaube, drei jetzt haben. Mehr. Ja. Du musst mir mehr geben. Also erst einen, dann zwei, dann drei. Zum Gelingen deines Vorhabens musst du alle magischen Kugeln finden. Alle magischen Kugeln muss ich finden. So, und jetzt habe ich die drei Sachen, die er sagt. Wahuka warnte vor den Fallen der Trogs. Suche in der Kanalisation nach dem Schlüssel für die Unterlande und um meine Aufgabe zu erfüllen, muss ich alle Kugeln finden. So, jetzt hat Wahuka uns alles an Infos gegeben. Habe ich noch ein paar Edelsteine, die kann ich mir auch noch in die Hand drücken. Ja. Mehr. Du musst mir mehr geben. Ich gebe dir einfach mehr, warum nicht? Mehr. Du musst mir mehr geben. Mehr, du musst mir mehr geben. Mehr. Du musst mir mehr geben. Er macht auch so eine Handbewegung nach oben. Ja, mehr habe ich aber nicht, Wahuka, und jetzt wirst du wohl auf ewig Mehr. verschwinden. Du musst mir mehr geben. Mehr, mehr, mehr. Ich habe nicht mehr. So. Mehr. Du musst mir mehr geben. Wahuka ist gut. Ich verschwinde. Ist er noch da? So, und jetzt ist er ja weg. Und wenn ich jetzt durch die Geheimwand gehe. Die Gegner sind jetzt an anderen Stellen gestorben, weil ich bin noch einmal komplett durch den Level gelaufen. Einmal durch die Geheimwand hier und dann wieder zurück. Dann wiederholt sich der Wahuka. Hat keinen Bock-Bug. Oder auch nicht. Das ist der Vorführeffekt. Das hat sonst immer geklappt. Mir sind bei diesem Mal auch ein paar andere interessante Sachen aufgefallen. Und zwar gab es einen Chaga, der mit mir gesprochen hat, während ich eigentlich mit ihm gekämpft habe. Ich glaube, jetzt redet er gar nicht mehr mit uns, weil wir ihm alle Geheimnisse entlockt haben. Ich glaube, dann wird er auch automatisch deaktiviert. Aber jetzt kommt ja noch nicht mal mehr die Stimme von ihm. Ich denke mal, das war es dann jetzt mit Wahuka auf dieser Ebene. Wie gesagt, er taucht öfters nochmal auf. Und ja, gut, Fali ist wieder dabei. Und ich glaube, es war dieser Chaga in diesem Gang hier, in diesem Gang, der dann plötzlich da stand. Es könnte auch der andere gewesen sein. Einer von den beiden war es. Ich glaube, dieser hier.
der dann plötzlich vor mir stand und ich glaube, er hieß Skrutz oder Gratz oder irgendwie sowas. Er hatte so einen vier Buchstaben-Namen. Und er sagte dann, du musst weg von hier oder du sollst verschwinden. Und ich dachte, hö, was? Der redet auf einmal mit mir? Mitten im Kampf? Ja, man kann in diesem Spiel noch ein paar interessante Sachen entdecken. Ich dachte ja, die haben alle keine Namen, aber ich glaube wirklich, dass jeder von diesen Chagas, weil die auch unterschiedliche Werte haben, unterschiedliche Stärke und Waffen, dass die alle handgemacht sind und dass vielleicht jeder von denen auch einen Eigennamen hat. Und ich habe hier so ein paar Spielstände angelegt, Wahuka Test und Wahuka Test mit Farley. Und entgegen meiner Vermutung, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, GBF 6 mache und dann nochmal speichern möchte, dann stehen die Spielstände nicht, fangen die nicht bei 1 an, bei dem ältesten, sondern, oder bei dem ersten, sondern hier bei dem letzten. Also kann ich auch in Zukunft dann da abspeichern. Ich dachte wirklich, ich muss dann sonst immer durchscrollen, aber nö, das Spiel ist da schon ein bisschen komfortabel. Ich meine, sie hatten ja auch sehr viele Jahre Zeit, das Spiel zu entwickeln. Jetzt öffne ich mal hier diese Tür. Für das hier. Aber das hält uns ja nicht auf. Eintrittszimmer des Magiers. Ja, wir wollten uns ja auch Magie besorgen. Was wollte ich sagen? Schlüssel aufgemacht. Wahuka, Chaga. Ach, egal. So, und das sind Plattformen. Und wir sollten besser was drauflegen. Vielleicht reichen hier auch Pfeile aus. Aus einem bestimmten Grund lege ich die da drauf. Nein, Pfeile sind nicht schwer genug. Ich könnte dann ja einfach mal einen Schädel nehmen. Davon habe ich ja genug. Ich möchte keine Chaga-Schwerter dort ablegen, weil ich sammle Chaga-Schwerter. So, und dann kommen da Pfeile. 3 Stück. Kann ich das nochmal machen? Ja. Ich frage mich wirklich, wie oft ich das machen kann. Ah, 2-mal. Okay, man kann hier also nicht unendlich Pfeile rausziehen. Und jetzt gehe ich in die Falle und sie kann mir nichts tun, weil ich sie vollkommen leer gepumpt habe. Na? Achso, ich muss aus dem Inventar raus, weil sonst gefriert die Zeit. Oh, hier sind 2 hintereinander gekommen. Ah, ich kann mehrmals draufdrücken und das wird vom Spiel tatsächlich auch registriert. Ja, 2-mal kommen da Pfeile raus, also insgesamt 6 Stück bei jedem Schuss. 3 Stück. Da muss ich ja gar nichts ablegen, sonst dachte ich immer, ich musste was liegen lassen. 6 Pfeile. Eigentlich kommen da nur 3, aber weil ich im Pausemodus quasi zweimal drauf geklickt habe, klappt das trotzdem. Aber was mir auch aufgefallen ist, ein Pfeil ist wohl nicht genug. Aber 2 Pfeile. Ich weiß nicht, liegen sie da jetzt wirklich drauf? Ich werfe mal einen weiteren dahin. Vielleicht einen vierten. Sind 4 Pfeile genug? Ja, 4 Pfeile entsprechen einem Schädel. Okay, jetzt muss ich die Falle eben kurz wieder... Ja, 4 Stück brauche ich. Ich kann natürlich auch einfach einen Schädel nehmen, das geht schneller. Aber ich finde das interessant, dass man hier quasi die Gewichts... Stufen so ein bisschen abschätzen kann, weil sonst kriegt man ja keine Info darüber, wie schwer etwas ist im Spiel. So könnte man zumindest durch diese Druckplatten sehen, wie schwer etwas ist im Verhältnis zu etwas anderem. Wenn man sagt, ein Pfeil ist eine Gewichtseinheit, dann ist ein Schädel dann 4 Pfeile. Ein Pfeil wirklich das leichteste im Spiel ist. Ikarius ist der Magier hier. Ja, wir holen uns jetzt Magie. So, wir brauchen Schlüssel. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, den wir von den Gesundheitschargas bekommen haben. Mit den Heiltränken. Und ich sehe Schleim. Übrigens, ich brauche keine Axt, um die zu töten. Es reicht auch Pfeile. Und das ist interessant, weil ich habe ja gesagt, die wären irgendwie immun gegen Stichschaden, aber ist wohl eher das Gegenteil. Besonders anfällig dafür. Hey, du da hinten, willst du flüchten? Ah, den habe ich nicht weit genug geworfen, aber ich habe ja genug Pfeile jetzt. Na, willst du wohl sterben? Na, die wollen sich auch nicht treffen lassen. Die sind irgendwie zu weit links und rechts.
So. Wow, was war das? Ich glaube, das war Farley. Farley kann nämlich Bomben werfen, tatsächlich. Ist bloß die Frage, ob er meine verwendet hat jetzt. 8 Stück. Okay, da bin ich jetzt interessiert. Hat er jetzt meine verwendet? Oder hat er eigene? Wenn er eigene hat, wäre es ja cool, weil dann hat er quasi... Ja, hat eigene verwendet. Okay, Farley kann Bomben werfen, ja. Er ist nicht nur einfach ein Prügelzwerg. Er kann auch Bomben werfen. Das finde ich cool. 1, 2... Gib mir die Pfeile. Pfeile sind wirklich eine super Waffe im Spiel, finde ich. Und das ganz ohne Bogen. Drake schleudert die einfach mit seiner bloßen Faust. Also, da kann... Also, das ist sehr beeindruckend. Ich meine, er schmeißt sie nicht weit, aber er schmeißt sie so hart. Mit so einer Wucht auf die kurze Distanz. Er sei nicht mehr so ein Speerwerfer. Aber Wurfsperre gibt es im Spiel dann komischerweise wieder nicht. Plonk, 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 plonk. Übrigens ist es auch so, wenn man Pfeile wirft, oder wenn die da so landen, solange die sich noch bewegen, machen sie noch Schaden. Also wir könnten da reinlaufen und denken, oh, die sind ja auf dem Boden, rennen da rein, aber die huppeln noch so ein bisschen in der Gegend rum. Und das bedeutet, dass sie immer noch gefährlich sind und Schaden machen. Erst wenn sie so wirklich still liegen, dann sind sie ungefährlich. Tja, das muss man natürlich erstmal wissen. So, Ikarios warnt uns, aber ist mir egal. Mit dem Schädel will ich sie nicht aufmachen. Nur mit dem Schlüsselbund, der wie ein Schädel aussieht. Erst dachte ich, das wäre so eine Art Ring. Weil das, so, wenn man den Schlüssel findet, dann sieht es ja aus wie ein Ring. Aber es ist keiner. Es ist ein... Ja gut, es ist auch... Es ist ein Ring, ja. Oh. Daneben gehauen. Einzig Dumme. Krieg ich den noch? Nein, er ist zu weit weg. Okay, was soll's. Dann komm mal her, du Schleim. Jetzt ist er auch in der Mitte. Ich glaube, Farley schmeißt aber nur dann Bomben, wenn Gegner quasi direkt vor uns sind. Ich weiß nicht, ob der Schleim sich da nochmal raustraut. Er hat ja versucht, mich anzugreifen jetzt gerade. Keine Ahnung. Wie, ey, geh nicht hinter das Bett da. Der Schleim. Oh, jetzt habe ich das Bett kaputt gemacht. Oh, das ist ganz kaputt. Damit habe ich den Schleim befreit. Wirst du wohl herkommen? Okay, jetzt bist du in der Falle. Glaube ich. Ah, tot ist das Vieh. Und Schleime sammeln tatsächlich Gegenstände, die auf dem Boden liegen, sind auf. Selbst welche, die wir nicht fallen haben lassen. So, dieser eine Schleim hat jetzt gerade das hier aufgesammelt. Und das ist ein Zauberstab. Und da steht eine Zahl dabei. Das heißt, 25 Ladungen hat dieser Zauberstab. Und das ist im Grunde genommen unser Mana. Wir werden später noch andere Zauberstäbe finden, die mehr Ladungen haben können, aber dieser kann erstmal 25 Ladungen beinhalten. Und je nachdem, was für ein Zauber wir damit sprechen werden, kostet das so und so viel Mana-Punkte dann eben. Ne? So, Schriftrollen zum Lesen. Karius musste weiter forschen. Es gibt ja verschiedene Runenarten im Spiel oder in der Welt von Stonekeep. Es gibt einmal menschliche Runen von Menschenmagiern, dann gibt es Feenrunen von Feen und dann gibt es Trock-Runen von den Trocks, die haben auch Schamanen-Runen. Und ich glaube, das waren sie. Und es gibt Meta-Runen auf jeden Fall. Meta-Runen sind so eine Sache, damit kann man dann bestimmte Effekte auf bestehende Runen nochmal draufpappen. Ich sag mal, ein Feuerball. Wir werden einen Feuerballzauber haben, der aber nur eine Person beschädigt. Und wenn wir da die Meta-Rune der Fläche hinzupacken, dann machen wir damit mit dem Feuerball auch Flächenschaden. Also das verstärkt durch Kombination, also man kann die Meta-Runen kombinieren mit
irgendeiner anderen Rune und hat dadurch dann neue Effekte, Flächeneffekte oder einfach Verdopplung der Stärke und der Mana-Kosten natürlich. Aber solche Geschichten kann man dann mit Meta-Runen machen. Und ja, Ikarius hat einen Mana-Kreis in sein Arbeitszimmer einbezogen, um die Herkunft der magischen Energien zu ergründen. Ich würde mal sagen, pauschal, die kommen von den Göttern. Und das ist das einzig Wichtige für uns. Wir müssen nicht wissen, wo es herkommt, wir müssen nur wissen, dass es funktioniert. Dann nimm den Topf mit, um sich was zu essen zu machen. Ach ja, um Feuer zu entfachen, okay. Aber natürlich werden wir damit kein Feuer entfachen, um uns einen Topf zu brutzeln aus Pilzen. Die Zwerge aus Stonekeep haben nämlich den Menschen, laut Terra-Wachen. Jetzt lernen wir diese Rune, die kommt in unserem Buch jetzt rein. Jetzt haben wir die Rune im Buch. Die Zwerge brutzeln nämlich für die Menschen von Stonekeep Pilze oder machen oder züchten Pilze in den Tunneln, in denen sie leben. Und die Menschen oben sind eigentlich die von Stonekeep und von der Donnerburg sind eigentlich Holzfäller primär. Und die bringen das Holz zu den Zwergen als Austausch für Pilze. Weil die Menschen von Stonekeep sind eigentlich keine Bauern oder sowas. Oder ja, vielleicht sammeln sie ein paar Äpfel oder Nüsse, so wie man im Intro ja auch gesehen hat. Die sammeln da Äpfel und sowas. Aber wir haben ja auch den schmierbauchigen Holzfäller gesehen. Und eigentlich sind die Leute von Stonekeep primär, Holzfäller. Und dieses Holz geben sie halt den Zwergen für Pilze. Ich glaube, das sind alles Pilzesser hier. Sehr gut. Tja, wir heilen also auch Farli. Farli, du brauchst keine Angst haben. Wir werden dich schon heilen. Und es ist tatsächlich so, die kommt auch in unser Buch, dass Farli durchaus bewusstlos werden kann. Das ist nicht so schlimm. Oder auf Null. Solange Drake noch lebt, können wir ihn immer wieder heilen und wiederbeleben so. Also stimmt das nicht ganz, dass wir Leute nicht wiederbeleben können. Aber, na gut, sie sterben in dem Sinne ja nicht. Sie sind ja noch bewusstlos. Und hier hat der Magier gesessen. Ich zerschlage die Möbel, weil ich hier nach geheimen Sachen suche. Aber hier gibt es eigentlich gar nichts. Ja, wir haben das Bett von Ikarion auch schon kaputt gemacht. Unsere Pfeile. Und hier ist so ein Magierkreis. Es passiert nichts, aber das hat damit zu tun, weil wir volle Magie haben. Außerdem eine weitere Schriftrolle. Wer auch immer Orson war, er hat anscheinend den Magiekreis da gemacht. Ist ja wohl eigentlich nur so ein grüner Kreis, den man da auf dem Boden markiert hat. Aber wahrscheinlich gehörten da auch arkane Rituale dazu, um das Ding wirklich zu aktivieren. Ist hier noch was drin? Nö, das war's. Ein paar Heiltränke und eben die Schriftrolle. Gut, das Wichtigste für uns ist sowieso, dass wir hier die Runen haben und eben den Zauberstab. Den packt man sich in die rechte oder linke Hand. Und ja, dann geht man in das Magie-Menü, Taste 3. Und hat jetzt hier diese Runen, die Menschenrunen, da steht es ja auch schon. Das ist einmal die Feuerballrune und die müssen wir jetzt erstmal selber beschriften. Das ist das wenige Mal, wo man wirklich was eintickern muss hier. Feuerball. Und Heilung. Oder sagen wir mal leichte Heilung. Ich finde das auch cool, dass hier so, dass man hört, wie mit der Feder geschrieben wird. Wo auch immer Drake die Tinte her hat, aber vielleicht ist das einfach ein magisches Buch, das automatisch, wenn man den Kiel ansetzt, was reinkritzelt. Weil man kann es ja auch mit der Feder selbst hier wegwischen. Wenn man mit Tinte schreiben würde, ging das nicht. Finde ich einfach witzig, so ein kleines Detail einfach, wa? Achso, ja, die Leute hatten viel Zeit, von Interplay das Spiel zu entwickeln. Es war lange in der Entwicklung. So lange, dass es zum Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, schon, ja, veraltet war im Grunde. Und es war ein 3D-Dungeon Crawler im weitesten Sinne, aber mehr so im Stile von Lands of Lore oder Eye of the Beholder und weniger im Sinne von, ja, Doom ist ja auch nicht echtes 3D, aber
schon ein bisschen mehr als das hier. So, man macht dann den Rechtsklick. Oder einen Linksklick. Wieso funktioniert jetzt der Linksklick? Eigentlich ist es der Rechtsklick. Das ist immer so merkwürdig bei diesem Spiel. Ah, ich weiß warum. Weil ich den Stab in der linken Hand habe. Sonst habe ich den immer in der rechten Hand. Also, ich meine in der linken. Ja, genau. Links-Rechts-Schwäche hier. So. Wenn ich jetzt ins Menü gehe, ins Mana-Menü und auf die Rune gehe, dann glitzert das so. Und wenn ich jetzt rechts, jetzt muss ich rechts drücken, damit der Stab hier dann auftaucht, den man gerade in der Hand hält. Man muss ihn auch in der Hand haben, damit das funktioniert. Und weil später findet man noch mehr Magiestäbe und dann wüsste das Spiel quasi sonst nicht, welchen Stab man jetzt beschreiben möchte. Interessant wäre es dann zu wissen, wie es sich verhält, wenn ich in beiden Händen dann so Magiestäbe halte. Falls das überhaupt geht, vielleicht verhindert das Spiel das, weil es sonst durcheinander kommt oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall jetzt rechte Taste, dann leuchtet diese Rune und dann können wir sie hier einschreiben. Klack. Wir können das auch noch ein zweites Mal machen. Ist ein bisschen sinnfrei, weil wir haben es ja schon einmal. So, jetzt schreiben wir noch die leichte Heilung dann dazu. Wir können es auch hier oben reinschreiben, ist egal, wie man es gerade gern hätte. Spätere Magiestäbe haben auch mehr Slots. So, und jetzt können wir das hier so nehmen und mit der linken Maustaste, nee, mit der rechten Maustaste natürlich, links ist das Schwert, können wir dann Feuer verschießen. Yay! Yeah! Und wir sind sogar schon gleich aufgestiegen in Mana, glaube ich. Yeah, Magie 1. Was bedeutet das eigentlich für uns? Bei den Werten hier. Genauigkeit 72, macht keinen Nahkampfschaden. Ja, man kann das Ding nicht als Waffe schwingen. Man hat das hier nur quasi als weiteren Menüpunkt offen. Man kommt dann nur, wenn man das hier auf der rechten Seite hat, kommt man nicht ins Inventar. Das heißt, man muss das Ding erst wieder ablegen. Ups. Ich habe jetzt schon ein paar Mal einen Feuerball gesprochen und jetzt haben wir nur noch 15 Ladungen da drin. Probier es mal so. Dann kriege ich hier nochmal ein Menü ab und ich komme ins Buch rein. Also das Ding links zu halten, beschränkt einen nicht so sehr, als wenn man es in der rechten Hand halten würde. Ich habe da natürlich mein Schwert in der anderen Hand. Aber das ist okay. Und wir können uns heilen mit dem Heilzauber. Wir wählen es an und müssen dann hier diesen Spiegel öffnen und dann klicken wir denjenigen an, den wir heilen möchten. Und er ist voll geheilt. So, jetzt haben wir noch wie viel Ladung drin? 3. Ja, das hat ein bisschen mehr Mana, glaube ich, gekostet. Und wenn Mana auf ist, ist Mana auf. Und dann können wir nichts mehr zaubern. Das wird auch angezeigt durch diese Kugel hier oben. Oder durch irgendeine Art von optischer Rückmeldung. Wenn ich jetzt quasi hier Feuerbälle komplett aufbrauche, dann ist es komplett hier grün oder dunkelgrün. Und das heißt, da ist keine Magie mehr drin. Oder so wenig, dass ich diesen Zauber zumindest nicht mehr sprechen kann. 0, ja. Aber wozu haben wir jetzt diese Magiekreise? Wir gehen da rein und siehe da, er ist wieder voll aufgeladen. Wenn man jetzt mal auf den grünen Knopf da oben links achtet, der wird immer schwächer. Jetzt wird er immer schwächer, noch schwächer, noch schwächer und weg ist er. Ja, wenn wir jetzt einfach hier reingehen, pump, wieder voll aufgeladen. Jetzt haben wir quasi eine regenerierende Heilquelle gefunden. Ich finde das gut. So. Aber ich werde trotzdem... Ich packe meine wichtigsten Sachen mal zusammen. Du gehörst nicht dazu. Ihr gehört eigentlich auch nicht dazu. Schade, dass ich nicht mehrere Sachen auf einmal aufnehmen kann. Vielleicht mit einem Doppelklick? Nein, auch nicht. Gedrückter Maustaste geht's auch nicht. Na gut. Schlüssel, Wasserschlauch und Magierstab.
Bomben, meine Heiltränke und sowas, die werde ich wohl kaum noch gebrauchen jetzt, weil ich habe jetzt ja regenerierende Heilungsquellen. Einmal den Brunnen, wo ich immer wieder auffüllen kann und eben Heilungsmagie jetzt auch schon. Ich finde das sehr, sehr cool. Jetzt sind wir wirklich equipped für weitere Abenteuer. Wir müssen ja in die Kanalisation. Leider, leider, Goethes. Das lässt sich wohl nicht vermeiden. Ja, wir saßen ewig an diesem Spiel dran und es war schon veraltet, als es dann rausgekommen ist. Tja. Aber ich finde das trotzdem sehr cool. Es ist sehr, ich sag mal, auch wenn es diesen ollen Wahooka-Bug halt noch gibt, finde ich es doch sehr gut durchdacht, so vom reinen Design des Gameplays. Wa? Es ist sehr selbsterklärend vieles und ja. Trotzdem noch Felder aufgeteilt. Oh, Chagas. Ich meine, allein aus Jux und Dollerei könnte ich ja sie magisch erledigen, aber wisst ihr was? Wir können auch ein bisschen lernen, besser zu kämpfen. Ich bewege mich rückwärts in den Raum. Ist hier sonst noch was? Es kann sein, dass ich hier schon war. Ich habe bis jetzt einige Räume habe ich einfach nicht betreten, noch nicht. Das, wie gesagt, das ist ja das zweite Mal, dass ich hier durchlaufe. Aber nö, ist gut. Hier ist sonst weiter nichts. Und ich habe auch noch nicht mein Catnamp für Drake. Das muss ich mir auch noch holen, weil ich ja, wie gesagt, diesen Gang aus Angst vor dem Wahooka-Bug nicht gelaufen bin. Schlangen! Na komm her. Lass dich prügeln. Schlangen zu treffen ist immer ein bisschen schwierig, weil sie so hin und her wabern. Man muss schon wirklich den Sprite treffen von der Schlange. Na, Edelstein. Okay, wenigstens ein Edelstein, den Wahooka nicht in seine Finger kriegen kann, weil jetzt taucht er ja nicht mehr auf. Oh. Nein, keine Bomben, das überlasse ich Fali. Schlange ist ein bisschen weit rechts. Alle Pfeile mitnehmen. Hier ist das Schlangenloch. Ich hau die Möbel noch ein bisschen mehr kaputt. Scheinen erstmal keine neuen Schlangen rauszukommen. Wartet mal. Ah ja. Es gab hier nämlich noch eine geheime Nische hier in der Wand. Ich glaube, hier. Ein Heiltrank. Haben oder nicht haben. So, ich glaube, das ist der Farligang, genau. Oh, ein Feld habe ich da nicht aufgedeckt. Das geht ja gar nicht. Schlangen wieder. Na komm her. Komm her. Gut gemacht. Ich glaube, Fali schleudert nur eher selten seine Bomben.
Vielleicht, wenn ich mich mehr in den Gegnern bewege und an ihnen vorbei. Weil so hat er es ja beim letzten Mal jetzt gemacht. Ja, der obere Gang, um mir ein Kettenhemd zu besorgen. Weil dann geht es in die Kanalisation. Nicht mein liebstes Level. Aber es geht. Wir sind jetzt ja ein bisschen besser ausgestattet. Ist der Schalter, der zurückweicht. Ich kenne deinen Trick. Tot ist er. Ups, direkt in der Mitte. Okay. Farley, du übernimmst den dort. Ich übernehme den hier. Ich weiche mal zurück. Farley, willst du eine Bombe werfen? Das wäre jetzt echt cool. Nein. Wollte er nicht. Na gut, dann machen wir einfach nur die Truhe auf und schnappen uns das Catnip. Den Heiltrank, den Heiltrank. Und das war's. Yep, Schlangen. Farley, rette mich! Wirf deine Bomben an! Dann schlängeln sie wieder wild rum. Zu viele vergossene Pfeile. Sie sind so nah am Boden. Ich treffe sie nicht. Komm hoch. Vergiftet. Gut. Noch eine Schlange. Aber wenn ich hier an dieser Stelle im Bildschirm bleibe, dann treffe ich sie immer. Egal. Wo sie mit dem Kopf hinwackeln. Ah, ist okay. Viele Pfeile wurden geschleudert. Mal wieder. Und er hat auch was fallen lassen, nämlich einen Wurfpfeil. Den muss er aufgesammelt haben. Stühle. Ich kann Stühle nicht leiden. Aber wer kann das schon? Oh, er hat auch einen Edelstein fallen lassen, tatsächlich. Hm, okay. Ist gut. Sehr schön. Den hat der Schleim auch aufgesammelt. Ja, Schleime sind eigentlich wie die Staubsauger des Dungeons. Getroffen.
Ein Stein. Eine Wurzel. Ein Dartpfeil. Geheimwand mit mehr Edelsteinen. Mehr, du musst mir mehr geben. So, und hier wäre Wahooka sonst auch irgendwo aufgetaucht. Ich glaube, vielleicht in diesem Gang. So, öffnen wir diese Tür hier. Dann geht's wieder zurück. Aufgedeckt. So, haben wir dann sonst noch was? Ich glaube, dann haben wir wirklich alles hier durchgekämmt, was irgendwie durchzukämmen ist. Und ja, wir können jetzt in die Kanalisation und es gibt da zwei Pfade. Ich gehe den ich beim letzten Mal auch gegangen bin. Wir sind noch nicht ganz durch mit Wahookas sporadischem Auftauchen, aber ich sag mal so, das passiert wohl häufiger oder ist weniger buggy als diese olle Geschichte jetzt. Ja, stimmt ja, das ist eine Geheimwand. Die habe ich ja noch gar nicht wieder aufgedeckt. Aber hier ist Kanal. Ne, da wollte ich nicht lang. Durch den Kanal wollte ich noch nicht. Warten erstmal. Ich will die Reihenfolge beibehalten, weil das hat gut funktioniert beim letzten Mal und deshalb will ich das nicht riskieren, dass es bei diesem Mal nicht klappt. Ja, das sind so Sachen, wenn man es nicht weiß, dann ist man ja nicht verloren. Verloren ist auch ein falsches Wort, weil man kommt ja immer noch durch das Spiel durch. Die Bugs, die ich beschrieben habe, sind rein optionale Geschichten. Weil es gab auch ein paar Bugs, zumindest in der ersten Version, die wirklich das Spiel das verhindert haben, dass man das Spiel durchspielen kann. Aber ich denke mal, davon werden wir diesmal verschont bleiben. Ja, Wahooka habe ich hier auch schon, mit dem hatte ich hier auch schon gesprochen. Ich dachte, vielleicht ist das der Auslöser, dass es nicht klappt, aber ist es auch nicht. So, hinein ins Vergnügen. Und auf euren Weg. Ja, denn wir sehen nicht, was unter uns ist. Es könnten Haie sein. Aber ja, das haben sie also als Wasserquelle benutzt, die Leute von Stonekeep. Ich sag mal, nicht gerade das sauberste Wasser. Und da sind wir also. Und das sind Wände. Da kann man nicht durch. Hier kann man weiter. Und Schlangen, schwimmende Schlangen. Wir sehen nicht wirklich viel. Im Grunde gibt es eine bestimmte Sache, die wir hier nur machen müssen. Danach können wir das Wasser ablassen. Und dann sehen wir auch, was sich auf dem Boden befindet. Schlange. Da vorbeigelaufen. Jetzt will ich auch keine Pfeile schleudern, weil das Problem ist, die finde ich so schnell nicht wieder. Im Wasser. Hier gibt es auch eine Stelle, wo sich die Schlangen
regenerieren. Optisch erinnert mich das tatsächlich ein bisschen an Dragonheart für den Gameboy gerade. Wenn man in so Drachenhöhlen unterwegs ist. Ich glaube, sie hat einen Mechanismus, um sie nach rechts zu ziehen. Aber ich sehe den Regler nicht. Woran kannst du das sehen? Für mich ist eine ganz normale Wand. Scharfe Zwergensinne, mein Freund. Scharfe Zwergensinne. Scharfe Zwergensinne, mein Freund. Ja, Zwerge kennen sich in Höhlen aus. Mit Geheimtüren. Wie Zwerge halt so sind. Und wenn das jetzt gerade so aussieht, dass ich hier zielsicher durch diese verwirrende Landschaft eiere, dann stimmt das. Ich verfüge über Kartenmaterial. Wo ist eigentlich mein Schild abgeblieben? Wartet mal. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ja, alles klar. Ach, bei meinem Spielstand, von dem ich das gestartet habe, hatte ich vergessen, den Metallschild aus der ersten Stonekeep-Ebene zu holen. Und das habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Naja. Geht ja auch so. Stimmt, ich habe den schon wieder vergessen. Ein Schritt zurück, da ist die Karte aufgedeckt. Wir müssen diese Regler besorgen hier. Da hinten sieht man schon weitere Wasserschlangen ankommen. So ein bisschen wie kleine Jörmungans. Aber wenn ich über Dragonheart rede, dann meine ich damit diese Drachenhöhlen. Die sehen auch so... Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist irgendwie das Muster der Felsen. Was mich daran erinnert. Ich habe schon so manchen Dungeon bestiegen. Oder betreten. Bestiegen ist ja wahrscheinlich das falsche Wort, ne? So, wir werden jetzt hier gleich nach rechts abbiegen, auf jeden Fall, weil links ist eine Schlangengruft oder regenerierende Schlangengeschichte. Da kommen immer neue Schlangen. Und jetzt müssen wir nach Süden. Wir können auch geradeaus gehen, aber das ist nur eine Sackgasse. Man sieht das nicht wirklich, wo hier eine Abbiegung ist. Ja, doch, man kann's erkennen, aber es ist, sieht alles so gleich aus, finde ich. So, jetzt rechts ab. Westlich halten. Und nach Süden gehen. Hier ist tatsächlich ein Schleim und der ist ziemlich heftig. Das ist jemand. Hey, ich glaube, Fali hat gerade hier so eine Bombe gezündet. Oh, es sind zwei Schleims. Okay, es wird kritisch. Trinken wir. Und das gibt 30 Lebenspunkte eventuell zurück. Noch einen drin. Gut, der Schleim ist tot. Ich hoffe mal, er hat nicht den Gegenstand aufgefressen, den ich haben wollte. Bin ich hier richtig? Nein. Oh Mann, er kommt näher. Ja, da ist er. Ich kann ihn nicht treffen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich den Rhythmus drin. Oder auch nicht. Der Schleim ändert seinen Rhythmus. Deshalb ist mein Rhythmus dann irgendwann hinüber. Hui. Ja. Sie haben es auf Drake abgesehen, als wüssten sie, dass dann das Spiel vorbei ist. Und das ist der Hinweis, hier ist irgendwas im Wasser. Wir müssen einen Schritt zurückgehen, damit wir es greifen können, weil wir standen direkt drauf. Und das ist einer der zwei Regler. Zum Glück gibt es hier noch was anderes vor uns. Was man eigentlich nicht sehen kann, aber man fühlt es. Wir haben es gerade gesehen, so ein Blitz. Jetzt hat sich nämlich unser... Mana regeneriert. Hier ist nämlich ein Mana-Zirkel auf dem Boden. Und damit werde ich mich schön heilen. So. Dann zurück. Davor und dann wieder zurück. Und wir haben wieder volle Mana-Power. Was ist passiert? Meine Magie ist auf 2 gestiegen.
So, jetzt muss noch raus aus diesem Schlangen- und Schleimverkrusteten Netzwerk. Also hier ist der Mana-Zirkel an der Stelle und hier direkt davor ist dann halt der erste Stöpsel. Und ja, was wir jetzt eigentlich nur machen können, ist, wir können noch was anderes suchen hier tatsächlich, aber das ist besser, wenn wir das suchen, wenn das Wasser abgelassen ist, weil dann sehen wir auch viel mehr, was auf dem Boden alles ist. Das hier haben wir jetzt ja eigentlich nur gefunden, weil Drake dann einen Ausruf hat und sagt, oh, mein Fuß, aber das macht er nur bei diesen Stöpseln. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch wieder zurück, weil den anderen Stöpsel kriegen wir erst, wenn wir von der anderen Seite dann gekommen sind. Merkwürdige Geräusche. Was war das denn? Die Musik ist ein bisschen mystisch geworden. So, ich glaube, jetzt können wir einfach geradeaus durchbrettern. Oh, eine Schlange. Da hinten kommen schon wieder welche. Die bewegen sich auch so über Wasser halbwegs. Okay, wenn du da stehen bleiben willst, hier soll es recht sein. Ey. Ah, okay, nicht ganz. Ah. Schlange. So, jetzt aber raus hier. Hier lang laufen. Schlange finden. Ich bin vergiftet worden, natürlich. Vollständigkeit halber. Ich bin ein Kartograf. Drake der Kartograf von Stonekeep. Und hier ist der Ausgang. Sieht nicht großartig anders aus, aber ein bisschen. Und das reicht dann schon aus. So, zurück zum Terrabrunnen. So ein Wassersack gefüllt. Mana habe ich noch. Das sollte ausreichend sein. Es gibt in der Kanalisation ein Endmonster und ich glaube, das kann man nur besiegen, wenn man das Wasser abgelassen hat. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich will es auch nicht rausfinden. Und da müssen dann die Stöpsel rein. Ich hole mir erstmal den anderen, weil vorher geht es sowieso nicht weiter. Ich möchte das alles in einem Abwasch erledigen. So, ich hole mir jetzt den Metallschild erstmal. Weil ich ja sowieso auf dem Pfad bin. Auf dem Kriegsfahrt. Der Kriegsfahrt durch Stonekeep. Und ich finde das richtig cool eigentlich, dass hier die Leichen so liegen bleiben. Weil da kann man sich teilweise noch erinnern. Oh ja, an dieser Stelle, der Kampf, ja, der war besonders heftig, oder der Kampf, an den erinnere ich mich nicht mehr, weil der so leicht war anscheinend. Bahuka, von mir aus kannst du auftauchen. Aber nein, er macht's nicht mehr. Er wird wohl wirklich deaktiviert, wenn man alle Tipps von ihm bekommen hat. Mal an der Wachstube vorbei. Ja. Auf diesen Ebenen findet man auch noch die Fenster. Von denen ja in einem Text die Rede war, dass die alle versperrt worden sind. Mit Geröll dicht gemauert. Aber das hätte gar nicht gemusst, weil so wie ich das gesehen habe, hey Ameisen, ist Stonekeep ja sowieso im Boden versunken. Und dann ist klar, dass es von Felsen umgeben ist.
Also, irgendwie doppelt gemoppelt. Bist du Linkshänder? Ich mach mal so. Vielleicht braucht Farley auch eine freie Hand für seine Wurfwaffengeschichte, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich gebe ihm trotzdem ein Schild. Ich meine, ich kann ja selber auch Sachen schleudern, obwohl ich 1000 Sachen in der Hand habe. Also dürfte Farley das auch können. Behaupte ich einfach mal. Hier ist dann Böde-Böde-Wip. So, der nächste Eingang zu der Kanalisation ist hier. Wege, die tiefer herunterführen in die Dunkelheit, sind schwarz und die nach oben führen ins Licht sind weiß dargestellt. Ist auch nett. Ja, da kann man allein optisch erkennen, okay, das wird mich in die Freiheit, ins Licht führen und das andere führt mich in die Dunkelheit von Stonekeep. Kanalzugang. Mach die Tür auf, Drake. Mach die Tür auf. Speichern nie vergessen. Oh, hier ist noch eine Tür. Naja, Hauptsache wir kommen runter. So, und das ist ein bisschen geradliniger hier. Zum Glück. Deshalb bin ich erst an den anderen Pfad entlang gegangen. Und hier haben wir es weniger mit Schlangen zu tun, sondern mehr mit ihm. Abermals Grüße, Sterblicher. Ja, du warst okay. Nochmals gewähre ich dir den Schlüssel zur Zukunft. Im Tausch für einen kleinen Gefallen. Bring mir die Köpfe dreier Männer, die schon lange tot sind. Was du willst, Kobo? Kobo. Ah, nicht in diesem miserablen Schlammloch der Hölle. Nicht in diesem miserablen Schlammloch der Hölle. Okay, Wahuka. Drei Leute, die schon tot sind. Ich habe ein paar mehr Schädel dabei tatsächlich. Ich habe nämlich 51 oder 57. Hä? Ich glaube, es sind 51. Aber ich habe auf jeden Fall mehr als drei. Ja, und Wahuka will jetzt Schädel haben. Gut, dass wir die mitgenommen haben, ja. Das, wenn man bisher sich gedacht hat, oh, Schädel, wofür brauche ich Schädel? Die sind ja nutzlos. Was eigentlich auch stimmt, aber an dieser Stelle kann man das eintauschen für einen Schlüssel von Wahuka. Aber wie die Tipps ist das auch optional. Man kann nur eben eine bestimmte Truhe hier nicht aufmachen. Aber ich will sie gern haben. Ich hoffe, er taucht nochmal auf. Okay. Ein Chaga. Der uns nicht angreift? Ah, jetzt. Okay, ich dachte, du willst reden oder so. Er steht da im Wasser. Kommt nicht weg. Okay, Meister, wenn du so mit mir spielen willst, dann spiele ich auch so mit dir. Oh, er ist ein bisschen zur Seite gehüpft. Ah, ich habe ihn trotzdem erwischt. Und jetzt sehe ich nicht, was auf dem Boden ist. Ich kann es eigentlich nur aufsammeln und hoffen, dass es was ist, was ich schon habe. Ich nehme einfach mal alles mit der Hand so auf. Ja, das ist das Problem. Man sieht im Wasser nicht, was da ist. Also als wäre. Das finde ich aber auch cool, weil es wäre ja wirklich so, dass wenn man hier jetzt im Wasser was sucht, man wirklich so mit der Hand da reingreifen muss und hoffen muss, dass man irgendwas erwischt. Und dass es nicht von der Strömung hier weggespült wird. Ein bisschen Bewegung ist ja hier drin, ne?
Nicht viel, aber es ist Bewegung. Wahuka, bist du jetzt schon wieder da? Ich gebe dir gerne deinen Schädel. Na, besser. Gib sie mir sofort. Ja, hier ist einer. Eins. Ja, ich hatte 51. Drei. Na? Endlich. Na also. Ja, bitte. Und jetzt kriege ich von ihm das Ding. Sonst noch was? Ist das ein Schlüssel? Mahuka, was ist das? Ich glaube, es war wirklich ein Schlüssel, weil der ist jetzt am Schlüsselbund verschwunden, wird der allerdings auch nicht irgendwie angezeigt. Okay, es war doch ein Schlüssel. Gut, Wahuka hat seine drei Schädel für seine komischen Kobo-Rituale. Ja, und das ist auch witzig an dem Spiel, dass je nachdem, welche Charaktere man dabei hat, andere Dialoge kommen können. Wa? Das heißt, die Reihenfolge, in der man so Kameraden abgrast, bestimmt dann auch, ob man irgendwelche Dialoge bekommt oder eben nicht. Oh, zwei Chagas. Diese Triangel, diese rote Triangel, das rote Dreieck, nicht Triangel, war tatsächlich... Aber tatsächlich, wo sind meine Pfeile? Ein Schlüssel. Ich dachte immer, das wäre irgendwas Besonderes, weil das überhaupt nicht aussieht wie ein Schlüssel. Wo ist mein Pfeil abgeblieben? Da. Okay, er will nicht herkommen. Dann kriegt er eben Schwerter an den Kopf. Und Äxte. Ich habe gehört, da hat irgendwas geblockt. Ich hoffe mal, unser Schildwert steigt. Nein, ich ist er tot. So, hat ihr was fallen lassen? Das klang wie eine Wurzel. Keine Ahnung, was das war. Ich kann es ja bestenfalls so am Geräusch noch erkennen. Es sei denn, ich nehme es wirklich raus, aber... Ich nehme Sachen lieber mit der rechten Maustaste auf. Hier ist es bloß ein Problem, weil man es nicht sieht dann, was man aufnimmt. Was ist das hier für eine Wurzel? Die sieht genauso aus wie die Wurzeln. Ich kann sie auch dazu packen. Hm, naja. Okay. Zwerge haben das Abflusssystem gebaut. So, wir haben einen Weinschlauch, einen blauen Edelstein, einen Runenstab, ein Kettenhemd, ein Bolzen, ein kleiner Metallschild, eine von Zwergen gefertigte Axt, eine Triangel. Ja, da steht's ja, Triangel, ja doch. Hey, ich hab's richtig benannt. Aber es ist natürlich auch ein Dreieck. So gesehen. So gesehen, gesehen. Hier hören wir so einen Windzug, einen Lufthauch. Und deshalb ist das ein Indikator, dass hier irgendwas ist. Eine Geheimwand! Aber ich sehe nichts im Wasser. Ja, wir müssen wieder warten, bis es abgelaufen ist. Wobei, man kann hier doch noch was finden, und zwar ein bisschen nasses, ein paar nasse Wurzeln. Ich fand nie, dass die aussehen wie Wurzeln. Die sehen mehr aus wie, ja, wie Haarbüschel oder sowas. Merkwürdige Wurzeln. Ich meine, diese einen Superwurzeln, die sehen ja aus wie Wurzeln da. Das ist schon eher eine Wurzel. Und das hier ist eher so Kraut. Wir werden nochmal in diesen geheimen Raum da reingehen müssen. Weil da ist tatsächlich eine Truhe, die wir mit Wahukas Schlüssel öffnen können. Aber wir können sie noch nicht sehen. Und hier hören wir auch den Luftzug schon, aber hier ist keine Geheimtür. Aber das ist cool, dass man hier auch hier auf die Geräusche der Umgebung hören muss. Und jetzt wird es leiser, bis es ganz weg ist. Nö, Schager.
mein Chager. Seht ihr? Jetzt sieht man schon die großen Unterschiede. Das ist einmal so ein kleiner Chager und ein größerer. Gucken, wie weit sie uns folgen. Ja, sie folgen uns. Bis hier. Und dann laufen sie weg. Typische Chager-Taktik. Interessanterweise, der Kleine bleibt stehen. Der Große ist abgehauen. Aber da hat man gesehen, das eine war ein Mini-Chager und das andere war ein größerer Vertreter seiner Zunft. Apropos Zunft. Ich nehme mal ein paar Schlucke zu mir. Okay, komm her. Sterben. Sehr resistent. Aber irgendwann dann auch gestorben. So, wo ist jetzt der zweite Klopper? Ich glaube, ich könnte jetzt schon zum Boss gehen, aber wie gesagt, das wäre, glaube ich, sehr, sehr tödlich. Der Boss ist schon an und für sich eine harte Nuss. Da hinten sehen wir einen großen Chager. Der bewegt sich allerdings nicht auf uns zu. Dieser hier schon. Hallo? Was? Von der Seite auch noch einer? Okay, der will auf jeden Fall mit uns kämpfen. Der andere nicht so wirklich. Der feuert seinen Kollegen hier nur an. Los, du schaffst es! Ja, 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 ja! Okay, wenn du da stehen willst, du Feigling, dann brutzel ich dich jetzt mit Mana über den Haufen. Gucken, wie dir das gefällt. Oh. Oh. Ausgewichen! Die Geräusche. Ich teile das mal ein bisschen auf zwischen den beiden. Und mein Mana ist erschöpft. Und hier an dieser Seite gibt es leider keine Auffrischung. Ein paar Wurzeln. Ich denke mal ein Schwert. Da lag noch was im Wasser. Eine Wurzel. Ich werde hier sowieso nochmal lang laufen, weil ich dann ja sehen kann, was ich da nicht sehen kann. Yep, und der zweite Stöpsel. Zwei Stück. Beide absolut identisch. So, und damit sind wir hier durch und können uns verziehen. Ja, und der Riesenschager da, um den kümmere ich mich dann, wenn das Wasser abgelaufen ist. Er ist nicht so groß wie der Kevin von Baz Schager. Ich glaube, der ist sogar größer als alle Trocks. Allein schon der hier und der von der Kevin von Bass Chaga sowieso. Oh, ich habe mich gerade erschreckt. Was war das für ein Geräusch? Das war der Windzug, ja. Hui. Das klang wirklich bedrohlich. Der so, wow, wow, wow. Riesenschlange. Ja, das ist auch das Unheimliche hier an diesem Level. Man sieht nicht, was hier unten ist. Es könnten ja auch Monster sein. Es gibt zwar keine Monster, die man nicht sehen kann. Ich meine, selbst die Schleims kann man ja durch die Luftblasen sehen, aber trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass da doch etwas ist. Das ist auch ein Zeichen für ein gutes, atmosphärisches Spiel. Das ist verdammt cool. Ist ja auch ein klaustrophobisches Spiel, weil im Grunde bewegt man sich ja nur durch so enge Gänge und man kann ja nicht zur Seite weichen wirklich. Man kann sich zwar drehen in 90 Grad Winkeln, aber man kann sich auch nur durch so enge Gänge eigentlich bewegen. Und selbst größere Räume sind ja auch nur eine Aneinanderreihung von Gängen. Also ist definitiv nichts für Klaustrophobiker. Musik. So treibend. Ich habe Respekt vor
vor diesem Spiel. Wobei es eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht so schwer ist. Ich bin zwar ein paar Mal gestorben, aber man kann es immer irgendwie hinbiegen durch die Sachen, die man gefunden hat. Zur Not wirft man einfach Bomben. So, jetzt haben wir die Pfropfen. Können sie hier einsetzen. Knatsch, knatsch, knatsch. Und dann wird gedrückt. Ja, man kann auch nur einmal draufdrücken. Da kann man also eigentlich nichts verkehrt machen. Da hört man das Wasser dann abfließen. Wie so eine Klospülung. Ja, dieser Dungeon hat dein eigenes Ökosystem. Es gibt Klospülung, es gibt Staubsauger, Schleime. Ja, ist alles da. Alles, was der Abenteurer braucht. Und siehe da, wir sehen was. Man sieht noch ein paar Pfützen, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt die trockene Kanalisation. Und die erkunden wir dann beim nächsten Mal komplett. Bis gleich.